Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt hier mit Emre und Burak. Wir reagieren jetzt auf Naim Sky. Erkenne die Zwillinge. Stark. Oder vielleicht auch die Drillinge. Also. So, wir starten rein. Boah, die ganz rechts, ne, die da vorne stehen. Die Jungs hier? Ja, die sind es schon mal, glaube ich, 100% nicht. Ja. Das ist so ein Kollege, den hat er einfach so mitgenommen. Ich glaube, da hinten, der mit dieser Lacoste und mit dieser Kette. Das heißt nichts, Bruder. Kann sein. Das heißt Bruder, nicht. Ich denke aber auch solche, also die zwei sind auch. Nein, nein, guck mal, der mit Lacoste und der mit Kette da hinten. Aber wovon machst du das abhängig? So von der Statur und so, die sind genau gleich groß und alles. Aber das heißt ja... Alles gleich. Aber das hat doch nichts so bedeuten. Aber die sind auch... Warum? Zwillinge sind doch immer so ähnlich. Aber Zwillinge können auch Zwillinge sein, zum Beispiel Jungen und Mädchen, die komplett unterschiedlich sind. Gleich anders groß, anderes... teilweise anderes Aussehen. Es gibt so selten Fälle. Annimmt, Männer. Können wir jetzt noch gar nicht sagen. Ich könnte auch nichts sagen. Gar nichts, ne? Gar nichts. Da müssen wir gute Fragen stellen. Ich dachte vielleicht ein bisschen Körperstatur und so, aber die zwei haben auch Jacken an. Ne, man muss sie reden hören uns. Ja, man muss echt, kann das gar nicht auch einmal Jacken ausziehen, weißt du, ein bisschen vergleichen. Ja, so. Ein bisschen Statur gucken. Aber kann auch sein, dass einer trainiert, der andere nicht, ne? Das kann auch sein. Auch. Aber machen, würdet ihr sagen, Zwillinge machen immer so dasselbe? Wenn die eineiig sind, safe. Weißt du? Zwei eigenen weiß ich nicht. Die haben kranken Zwillinge und einen heftigen Bund. Wir haben ja auch so einen Bund, fast wie Zwillinge. Ah. Deswegen verwechseln uns auch, glaube ich, viele mit Zwillingen. Ihr macht auch alles. Gleicher zusammen, Lifestyle, ne? Eigentlich. Ja, damals mehr, auf jeden Fall. Aber. Ich bin gespannt. Okay, dann kann sich das erste Zwillingspaar von rechts einmal vorstellen, bitte. Die sind safe nicht. Ja, was geht ab? Ich bin der Ashot und das ist mein Bruder Vahan. Und genau, ja, wir sind 18 Jahre alt. Wir werden jetzt demnächst im Januar 19 Jahre alt. Und genau, ja, wir sind zweieigige Zwillinge. Zweieig? Das heißt, ihr seht nicht gleich aus? Wir haben gewisse Ähnlichkeiten, die man jetzt äußerlich sieht, auch charakterlich, aber jetzt, wir sind halt nicht so ähnlich wie die zwei. Nein, nein. Nicht so ähnlich? Das okay. Okay, nicht so ähnlich wie wir? Okay. Okay, verdächtig. Sehr verdächtig. Macht ihr viel zusammen? Also wir haben zusammen Fußball gespielt, jahrelang, aber er hat dann irgendwann aufgehört und ich habe dann noch 2 Jahre selber weitergespielt und dann habe ich auch aufgehört. Also wir machen jetzt auch verschiedene Sportarten, würde ich sagen, aber der Kontakt ist immer auch gleich. Also bei uns ist es ein bisschen komplizierter, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt schon alles sagen soll oder also von Anfang beginnen soll. Also unsere Eltern sind getrennt und er ist eher mütterlicherseits aufgewachsen und ich vaterlicherseits. Und genau, also der Kontakt kam erst durch den Fußball so richtig. Also das ist auch schon direkt so dieses... Bisschen auswendig gelernt. Verstehst du? So. Der Vortrag schon jetzt. Auch damit wir jetzt nicht so Tests machen können, wo sie auf beides gleich antworten können, weißt du? Schon so, sorry, ich war bei der Mutter. Nein, ich war beim Dad. Weißt du? Das klingt schon nach einer ausgedachten Story auf jeden Fall. Aber wir können auch Fragen beantworten, also das war jetzt keine Ausrede als Ausrede. Okay, auf 3 wärst du zuerst geworden. 3, 2, 1. Echt? Minutenunterschied? 3, 2, 1. 2 Minuten. Okay, okay. Das vorbereitet. Aber die Fragen sind auch Standard. Die sind Standard. Da war gut, ja. Also. Geantwortet. Habt ihr noch Fragen? Geburtsdatum? Das Ding ist, bei ihm kam das so, ja so, ich weiß nicht, ich konnte dem das nicht abkaufen, mit der ersten Minute, mit dem ersten Satz, weißt du, wie er, das kam so unauthentisch direkt drüber. Allein schon die Frage, 3, 2, 1. Soll ich jetzt schon alles erzählen? Warte. Der hat ja gefragt, soll ich jetzt schon alles erzählen? Hm. Weißt du, daran merkst du, er hat auswendig gelernt, so, weil wenn du das wirklich bist, dann fragst du nicht, soll ich jetzt schon alles erzählen, weil da bist du im Redeflow, ja. Aber weißt vielleicht du, ist er doch nervös vor Kamera. Na, der ist nicht nervös, Bruder, steht wie nein. Wenn du es bist, guck dir den mal an. Wenn du es bist, dann hast du ja nichts zu beweisen. Weil wenn du verlierst, dann, ja, dann ist die Jury selber schuld. Aber er will sich ja beweisen, dass er es ist. Schenkst du? Ja, normal. So. Weil dann juckt dich das auch gar nicht. Genau. Entweder der glaubt mir oder der glaubt mir nicht. So. Ja, nächsten Monat halt. Gut, dann dankt euch erstmal, dann machen wir erstmal mit den nächsten weiter, bitte. Studenten, glaube ich. Ja, hi, ich bin die Alina. Ich bin die Colleen. Und ja, wir sind 20 Jahre alt und zweieiige Zwillinge. Auch zwei. Auch wieder zwei. Jeder macht zwei. Ja. Das heißt, ihr seht auch nicht gleich aus? Nicht komplett. Wir haben Ähnlichkeiten, ja, aber das ist jetzt nicht 1:1 eben wie bei Eineigen, sondern Unterschiede gibt es schon, ja. Zum Beispiel Körperstatur ein bisschen auch. Was würdet ihr sagen, unterscheidet Zwillinge von jetzt normalen Geschwistern zum Beispiel? Naja, also die haben... eine engere, ich schätze mal engere Bindung. Also wir zum Beispiel, wir machen ständig was miteinander, währenddessen wir mit unserem Bruder jetzt nicht so viel zusammen machen. Wir haben mehr Ähnlichkeiten, auch geschmacklich, charakterisch. Geschwister leben sich mal auseinander. Wir eigentlich nicht. Bis jetzt jedenfalls ist nicht. Nervös, also nennt mir mal 3 Charaktereigenschaften. Ja. Von uns beiden? Ja, aber warte, lass es mal so machen, dass ihr das aufschreibt. Ich könnte das mal ganz kurz. Ich will sehen, ob die jetzt...
das relativ ähnlich alles ist. Kannst du mir die hier aufschreiben? Ich? Mhm. Und danach machen wir mit ihr weiter. Stark! Guter Move. Ja. Also die euch am meisten ausmachen, so. Dann nenn du mir mal drei Charaktereigenschaften von dir. Also ich würde sagen hilfsbereit, nett, kreativ. Okay. Boah, alles sie, anders? Davon hat sie nichts aufgeschrieben, ne? Okay. Boah, sein, starker Move, nein, boah. Ich meinte gerade, charakterlich sind sie sehr gleich. Deswegen ist das... Ja, yeah, aber trotzdem das war heißt schon ein Unterschied, ne? Boah, ja, trotzdem heißt das nichts, Bruder. Ja, der schreibt, okay, der hat jetzt drei Stück aufgeschrieben. Stell dir mal vor, die andere, es macht das, ist wirklich anders. Okay, dann, es gibt ja auch vielleicht Zwillinge, Bruder, die machen nicht das Gleiche. Überleg mal, du und dein Bruder seid jetzt da. Ihr seid ja nicht Zwillinge. Okay. Aber könntest du über deinen Bruder 100% diese drei Eigenschaften sagen? 100%, siehst du? Ich könnte es auch über den. Ich könnte es auch über ihn bleiben. Aber die war auch nervös. Hast aber du Bruder, die sagt doch, die chillen jeden Tag miteinander. Bruder, mach mal zurück, guck mal, wie nervös die aber war. Aber Hasuna, die sagen doch, die chillen jeden Tag miteinander, das sind die nicht, Bruder. Checkst du? Das sind die nicht. Wenn ich arbeite Gefühl, noch jeden Tag mit denen, ich nervös, weiß alles, Bruder, über den. Meinst du? Ich glaube, sie ist das nein, nicht. Nein, sie ist das nicht. Bruder, vor allem, wenn du mit deinem kleinen Bruder jeden Tag chillst. Er chillt ja jeden Tag mit mir, weil wir arbeiten tagtäglich. So. Ich weiß, ich kenne ihn in- und auswendig. Aber ich weiß, ich habe mir gedacht, vielleicht ist sie zu nervös. Du spekulierst, ja. Weißt du, wie ich meine? Weil am Anfang hat man auch gesehen, wie die so ein bisschen so ihre Hand schon beim Mikrofon, als sie genommen hat, so, die war schon so. Ja, weil die aber lügt. Warum? Weil die was zu verlieren hat. Sie lügt. Aufgedreht. Das waren ganz andere Punkte, ne? Ja. Weil sie hat aufgeschrieben, lustig, aufgedreht und humorvoll. Ja, wir haben mehrere Charaktereigenschaften, also... Ja, aber so drei, die euch ausmachen. Hier, ich habe eine Frage. Und zwar, wie heißt eure Mutter? 1, 2, 3. Maut. Okay. Maut! Okay, war gleich so einfach groß. Maut. Gut. Ich weiß, Tod, oder? So einfach ausgesagt. Autobahnmaut. Ja, kann ich sagen. Ich habe noch eine Frage. Wer von euch ist zuerst geboren? Auch wieder. 3, 2, 1. Bruder, voll der 0815. Diese 3, 2, 1 bringt einfach Autobahnmaut, Bruder. Einfach ausgedacht. Autobahnmaut. Deswegen ist das ein Basic-Fragen. Darauf haben die sich zu 100% vorbereitet. Ja, das ist das. Die Frage ist jetzt, ihr lebt zusammen, oder? Ja. Wohnung, Haus? Wohnung. Habt ihr ein Zimmer zusammen? Ja, aber getrennt durch einen Schrank. Auf drei, wie viel Zimmer hat eure Wohnung? 3, 2, 1. 3. Ah, die sind schon gut auf jeden Fall. Vielleicht leben die auch so als Kolleginnen zusammen. Ah, nee, ja, Schwester geht nicht. Ja. Freundin okay, krass. Habt ihr schon mal ganz gut gemacht, aber ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Und die waren auch sehr vorsichtig. Immer wenn die andere geht, dann war die andere sehr vorsichtig. Mhm. Immer nur, wenn die was weiß, wupp, dann sagt ja, ja. Boah, die können es echt sein. Die können es sein. Walla, ich habe ein Gefühl, dass die beiden das sein können. Das ist mein Bruder Sihat. Okay. Sufyan und Sihat. Wohnt ihr zusammen? Sogar die Namen. Anfangsbuchstabe. Und Eltern machen das gerne. Ja, gerne. Ja, wir wissen das ganz genau. Walla ist so. Walla kann sein. Mal gucken. Wir wohnen noch beide bei unserer Familie. Seid ihr eineilig? Oder hat der gar keinen Bock? Eineilig. Oh, aha. Das heißt, sie sind gleich. Das ist gut, wenn er keinen Bock hat. Das heißt, alles. Guck mal, die stehen genau gleich. Hände auch gleich, Bruder. Nur einer hat Hände hoch. Auch die Füße, Bruder, alles gleich. Bruder, die sind eineiig, ja. Wenn die das sind, ne, dann habe ich das schon direkt gesagt am Anfang, ohne dass die ein Wort geredet haben. Bruder, das ist ja krass. Das wär zu und du hast das letzte Mal auch schon gecallt, ne? Hast du das gesagt ganz am Anfang, dass das? Ja, ich habe doch gesagt, ich habe das Gefühl, die haben mit Lacoste. Aber du hast das letztes Mal auch schon gecallt. Weil du wirkst so bedrückt irgendwie. Nein, ich komme zu spät nach Hause, deswegen. Zu spät nach Hause? Ja, gibt's Ärger oder wie? Ja. Wie alt seid ihr? Wir sind beide 16. Ah, Bruder! Was? Ja, wir sind Bruder, 16. Was hast du gemacht? Ja. Okay, auf drei Geburtsdatum. 3, 2, 1. 29.03.2007. Ja. Ach, Mann. Oh! Ihr habt mich blamiert! Scheiße. Die sind 16, Bruder. Aber... Nein, oder? Die haben nicht mal das. Der hat gesagt, ich bin 16. Okay. Aber die sind doch gleich alt als eineiig, Bruder. Ja, Bruder, aber passiert doch Fehler. Bruder, guck mal bitte. Jahre alt, Bruder. Vielleicht guck mal bitte, wie die das Geburtstag haben. Oder es passieren Fehler. Hört aber nur zu. Bruder, die sind als Zwillinge am gleichen Tag geboren. Tamam, ja. Guck mal, wie die jetzt das Datum aussprechen. 10. Ihr seid 16? Ja. Yeah. Okay, auf drei Geburtsdatum. 3, 2, 1. 29.03.2007. Ja. 2007, ja. War das Jahr jetzt unter? Warte, nein, ich kam einfach durcheinander, weil ich bin ein bisschen nervös, das erste Mal, dass ich vor Kamera bin. Wie heißt du? Sihat. Okay, Kiki, ich habe wieder eine 1, 2, 3 Frage. Auf 3 müsst ihr antworten. Wie heißt euer Vater? 1, 2, 3. Khalid. Ja, nicht ganz.
Irgendwas ist, stimmt da nicht. Oder Statur? Die optischen? Ja. Am Ey, Bruder! Ja. Ja. Ey, ist das schlecht! Ich will einmal nur euren Gang sehen, so. Ja, okay. Mal wieder läuft der Linke. Der lässt sie rausgehen. Echt sehr ähnlich, ne? Sehr ähnlich. Die sind sehr, sehr ähnlich. Die verarschen die, habe ich das Gefühl. Aber die Antworten haben gerade verwirrt, ja? Ja, ist ein bisschen anders, der Gang auf jeden Fall. Habt ihr dieselbe Schuhgröße? Ich habe, glaube ich, eine halbe Größe größer als sie. Hä? Muss nicht gleich sein bei einem Eis? Dachte ich auch. Ist das nicht alles gleich? Also er zieht 42 an und ich ziehe 42,5 an. Aber das gleich? Kann sein. Ja. Minimal, ja. Wo seid ihr? Auf 3, 2, 1? 1,80. Links redet ein bisschen leise so. Ich weiß nicht, ob er abwartet. Ja, das ist ein bisschen unsicher. Die müssen den ersten fragen, genau, den Linken. Kann Aufregung sein, aber... Okay, gut. Dann dankt euch erstmal. Dann machen wir erstmal mit den letzten weiter, bitte. Siehst du, was ich gesagt habe? Kann auch die Aufregung sein. Kann Bruder, sein, ja. Bruder, die sind 16, Bruder. Erstes Mal vor Kamera. Du merkst das doch. Wenn die erste Mal vor Kamera sind, ich küsse dein Herz, Bruder. Eine, der ist 16 Jahre alt und man merkt das. Die sind erstes Mal so vor Kamera, dies, das. Also kann, du denkst, dass das daran liegen könnte? Ja, Bruder, kann doch sein, so, dass sie Fehler machen, dies und das. 16 Jahre alt, erstes Mal vor Kamera. Ja, aber Bruder, sein. Du darfst nicht vergessen, du bist gerade zu lieb, ne? Du sagst, kann sein. Wir suchen ja den Lügner. Hasuna ist einfach so. Er verteidigt den Lügner, der verteidigt einfach, einfach alle gerade. Er verteidigt ja, einfach Wallah, die Lügner, ja, Bruder. Wallah. Wir suchen ja den Wallah. Lügner. Ja, Wallah, du ja, bist so lieb, Bruder. Ich bin 25 Jahre alt und das ist mein Zwillingsbruder K. Wie alt seid ihr? 25. Seid ihr ein Eich oder zwei Eich? Ein Eich. Okay, auch ein Eis. Okay. Zwei sagen ein Eis. Also gleich groß seid ihr. Cool. Kannst du deine Kapuze einmal abnehmen? Habt ihr die gleiche Schuhgröße? Also ich habe 41, er hat so ein bisschen ich größer. Ich habe 42. Ja. Also die haben dieselbe Stimme. Boah, die hören sich auch genau gleich an, ne? Die haben dieselbe Stimme. Oh, kommt auf den Schuh an, ne? Ja, aber jetzt habt ihr ja gerade die gleiche Schuhe. Air Force ist ja immer... Also die sind 42. Bei mir ist gerade 41. Was sagt ihr denn dazu? Ist das denn so bei Einigen, dass da alles gleich ja, ist? Ja, eigentlich ist alles gleich. Wie kann das sein, dass die Schuhe dann unterschiedlich groß sind? Jani, ist alles gleich? Jede Länge ist, also auch, also... Alles gleich. Deswegen kann sein, dass Schuhgröße der eine 42 hat, der andere 43. Ja, ne, muss ich denselben das haben, was der andere auch hat? Vielleicht ist der größer als der andere. Ja, so. Vielleicht ist der kleiner als. Heißt doch nichts, ja. Ich küsse dein Herz. Ich weiß auch nicht, Bruder, das frage ich mich auch. Ob genau diese Größe auch gleich ist. Bisschen enger zu tragen. Also ich mag das auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Ja, gute Ausrede, muss man sagen. Ja, ja. Wird auf mich jetzt erstmal nicht authentisch, muss ich ja, sagen. Ja, aber bei den anderen war es auch so. Okay, Geburtsdatum. Beide müssen laut und deutlich sagen. 1, 2, 3. 5.10.98. Boah, das die sind haben dieselbe safe. Stimme, Bruder. Die sind es. Safe, Bruder. Das sind die safe. Ja, wir sind beide 1,77. Habt ihr die erste Zwillingsfolge schon gesehen? Ja, die habe ich gestern noch geschaut. Ach, hast du gestern noch geschaut, okay. Was keine gute so Antwort. Tests machen? Ja, und, aber das juckt ihn doch gar nicht, wenn die Zwillinge Tests? Sind. Nee. Das interessiert ihn nicht. Die gleiche Schule gegangen? Du sagst du falsche Antwort. Ja, so einer auf so Erdsch Motto vorbereitet, so weißt du. Ja, aber stell dir vor, du weißt, dass du morgen mit deinem Zwilling dahin gehst. Das juckt dich genau doch dann gar nicht. Was nein, nein, aber genau dann würde ich mir das angucken, weil ich weiß, ich bin der Zwilling, der morgen hingeht. Ich werde gesucht. Das heißt, ich will ja wissen, auf was ich mich vorbereiten muss, damit die mich nicht finden. Hm. Verstehst du? Stark. Aber die geben gerade zu gute Antworten auch. Hä? Die geben aber zu gute Antworten, dass man es denkt, dass sie es sind. Ja, das sind die safe. Ja, aber dann sollten die ja wiederum das anders widerspiegeln. Ja, checkst so. Du? So. Grundschule gleich, weiterführende Schule auch. Nur er hat dann ein Schuljahr noch wiederholt in der 10. Und ich bin dann auf, also hab Fachabitur gemacht. Und er ist dann danach dazugekommen, ich bin sitzen geblieben. Dann sind wir beide in die gleiche Klasse gegangen danach. Okay, macht ihr Sachen zusammen, Hobbys? Ja klar, wir spielen Fußball zusammen in einer Mannschaft, auch aktuell noch. Ab und zu, so wobei Corona haben wir 2-3 Jahre Pause gemacht. Jetzt so einfach hobbymäßig. Aber ihr macht alles eigentlich zusammen so? Ja. Okay, Eineige machen eigentlich immer alles. Die haben auch dieses Langsame, dieses Reden, ne, dieses Chilling, dieses, wie der das über die Zunge bringt. Ja. Damals da auf Straße. Und dann macht er, die haben dieses von der Familie. Ja. Du merkst das, die kommen so. Deren Vater redet auch bestimmt so. Weißt du, wie ich meine? Die haben auch diese bassige Stimme. Ja, ja, oder? Genau. Zwillingen und zwei Eigigen. Was trinkt der da, Raki? Also Eineige sehen gleich Iso. Aus und zweieige nicht. Raki. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und wissenschaftlich, das interessiert mich nicht. Weißt du was zur Wissenschaft? Wie das entstanden sein kann? Also ich weiß da ein bisschen was dazu. Also das kommt dann
Eineiig sind von einer Eizelle und zwei Eiig sind von zwei, also verschiedene Eizellen. Stark, wow! Aber ganz ehrlich, ich habe mich mit dieser Wissenschaft-Thematik nie befasst. Wir sind Zwillinge, ja, aber für mich ist ja wie das entstanden ist, ist ja egal an der Stelle. Also spielt für mich keine Rolle. Für mich ist das wie ein Bruder, so ganz normal. Also ich habe auch nur ihn als Bruder. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, einen älteren oder jüngeren Bruder zu haben. Deshalb kann ich das nicht so krass beurteilen. Red du mal kurz weiter, bitte. Ja, hallo. Was soll ich sagen? Das wirklich vergleichen. Yeah. Also Buben ist jetzt Favorit, finde ich. Scheiße. Also Stimme ist gleich, Stimme ist Bruder. Gleich. Aber Brüder können es ja nicht sein, ne? Nee, geht nicht. Bruder. Okay, diese Favoriten dürfen noch nicht raus. Nee. Oder wie Brüder können es müssen Zwillinge sein. Die noch nicht. Also, wer war am unauthentischsten? Bis jetzt kann ich es noch gar nicht sagen. Die ersten. Sagen. Ja. Also, wer war am unauthentischsten? Wen würdest du als erstes raushauen jetzt? Einfach die ersten weg. Warum? Die ersten beiden. Aber warum? Keine Ahnung, ja. Einfach ein Kick auf die. Einfach, dass es weniger wird. Wallah, kein Kick auf niemanden. Aber so allgemein, ich habe die nicht gefühlt. Ja, ich weiß, was Wallah, ich hab dir nicht gefühlt. Ja, ich würde auch sagen, die ersten. Einfach, Bruder, ich hab ihn nicht gefühlt. Aber würde ich auch sagen, tatsächlich. Bin ich mit dir. Was würdest du denn sagen? Ich würde auch entweder die ersten beiden oder die, oder das Mädchen. Die zwei Mädchen. Ja, mit dem Mädchen. Du hast nur eine Wahl, nicht zwei. Ein von denen. Wer? Ja, dann so wie du. Ja, würde ich auch mitgehen. Okay. Nicht so ganz authentisch, also jetzt mit den Charaktereigenschaften mal so ein bisschen Sasserino. Wobei man auch sagen muss, ja, ob das jetzt so ausschlaggebend dafür ist, das ist die Sache, man auch nicht, ne? Wir können ja denen noch mal kurz das Mikro geben, bitte. Könnt ihr das noch mal wissenschaftlich erklären, was da stattfindet zwischen Eineigen und Zweieigen? Also bei den Eineigigen, da sind die zusammen in einer Eizelle und die Eizelle tut sich nicht trennen. Und bei den Zweieigigen, da trennt sich die Eizelle. Sehr gut. Im Biounterricht aufgepasst, muss man sagen. Oder vorher einstudiert, ne? Nochmal gelesen, nochmal eingelesen. Das sehe ich. Also wenn ich jetzt einen Zwillingsbruder hätte, ich würde mich damit auch befassen. Das ist doch voll interessant, oder? Jetzt geht sowas weiß, was da passiert ist, so weißt du? Ja. Wie das sein kann, dass ich jemanden habe, der... Ja, stimmt. Oder Jan, was ist mit den Brüdern hier? Müssen wir nochmal analysieren. Die sind für mich noch unauthentisch. Ja, oder die sind am schlechtesten. Also die sind voll Katastrophe. Ja, ja. Also, nicht vorbereitet. Überhaupt nicht, Bruder. Die haben noch so frisch einen Anruf bekommen. Der eine war noch auf dem Weg woanders und ey, Bruder, hast du Zeit, komm mal kurz mit. Ja, aber vielleicht sind das auch chillige Jungs. So. Weißt du, wie ich meine? Das interessiert dich. Die haben gesagt, komm, wir gehen einfach dahin. Bruder, weißt du, wie ich meine? Wir suchen den Lügner. Hör auf, die zu verteidigen. Wir müssen Leute loswerden. Du wolltest die doch gerade noch kicken. Nein, ich kick die auch. Ich hab gesagt, die als erst, aber ich... Sag, die müssen raus. Chalas, Mann, aber reicht jetzt. Bleib mal ernst. Wir wollen doch gewinnen, Bruder. Ja. Den beiden mal das Mikro. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachhaken. Könnt ihr mal kurz eure Jacken ausziehen? Na, das würde ich nicht davon abhängig schon. Geht ihr beide ins Training? Also ja, genau. Er macht noch Gym. Ich habe auch damals Gym. Wir haben das gleichzeitig ungefähr gemacht. Aber dann bin ich halt ins Boxen rübergeswitcht, sag ich mal. Und früher haben wir zusammen halt noch Fußball gespielt, aber ich habe als erstes aufgehört, danach später nach 2 Jahren oder so war es, glaube ich. Dann hast du auch aufgehört. Aber das war ein bisschen länger her, also da waren wir noch kleiner. Da ist keine Bindung, ne? Unauthentischsten, würde ich sagen. Und ich wollte noch sagen, dass die zwei Kollegen haben ja gesagt, dass da nach der Geburt keine Tests gemacht werden. Und das stimmt halt nicht, da werden Tests gemacht. Welche? Vor allem bei uns war das halt so, ich bin 2 Minuten später geboren, weil eigentlich sollte er, wir wurden durch Kaiserschnitt geboren, eigentlich sollte er als erstes rauskommen, aber der Geburt, das kommt öfter vor bei Zwillingen, das heißt, er hat irgendwie mit seinen Beinen mich runtergeschoben, deswegen habe ich halt keine Luft mehr bekommen und deswegen muss ich halt dann als erstes rausgezogen werden. Wie nennt sich denn der Test? Gibt ja einen Namen dafür. Entweder kann das sein. Oder der versucht das Schlechte, was er vorher gemacht hat, wieder gut zu machen. Ja. Der versucht das Schlechte, was er gerade versucht wieder reinzuwaschen. Ja, reinzuwaschen. Indem der die anderen schlecht macht. Aber der hinter sich. Ja, genau. aber das hat er gut gemacht. Ja, das hat er gut gemacht. Das hat er schon ein bisschen gerettet, muss ich sagen. So sehr habe ich mich, oder haben wir uns jetzt nicht drüber befasst. Man war halt klein, das ist halt passiert. Wie viele von den Tests gibt es? Also ich musste die nur machen, weil ich früher geboren bin, weil der Fehler sozusagen bei mir war. Also ihr musstet zusammen nicht einen Test machen? Nee. Bei ihm war alles gesund, aber bei mir war halt der Fehler, oder hatten die Ärzte Angst, dass da irgendwas jetzt schief läuft, weil ich halt in Lebensgefahr war, sag ich mal. Okay, was passiert denn nach 18? Glaub mir, der hat Kollegen, diese Zwillinge von da, kennt er diese Story. Ich glaube auch. 100%, oder der hat irgendeine Doku gesehen, da ist das passiert. Boah, wenn der das ist, ne? Der ist das nicht. Der ist das nicht. Ist das safe nicht, boah. In Monaten, da gibt's ja bei Zwillingen auch ein klassisches Verfahren, was passiert denn da? Bei Zweieigen? Ja, bei Zwillingen allgemein, also ist egal, ob einig oder zweieig. Nach 18 Monaten gibt's was Bestimmtes. Da. Okay, das können wir alle fragen eigentlich, oder?
Ja, was sagst du dazu? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Okay, dann schon direkt raus. Den anderen? Was ist, ja, muss ich wissen. Also darüber weiß ich jetzt auch nicht so genau viel. Glaube ich. Waren jetzt Kinder. Oder er weiß gar nichts. Bruder, normal, Alter. Okay. Aber irgendwas so in Erinnerung oder so? Nein, ich war ein kleines Kind. Nee, ich meine jetzt, haben eure Eltern irgendwas dazu gesagt? Nein, ich habe ja nicht nachgefragt, ich bin einfach hergekommen. Bruder, ich glaube, der wurde sogar gezwungen, dahin zu gehen, ne? Voila, der hat gar keinen Bock auf dieses Format gerade. Bei euch? Hey, ich kann mich an so einen Test nicht erinnern. Gibt es sowas überhaupt? Nee, hast du das gegoogelt oder wie kamst du drauf? Das gibt echt jetzt einen Test. Nee, wenn die jetzt gesagt hätten, ja, dann wirst du ja, dass die, okay. Weißt du, so oft. Aber er meint doch, es gab Tests. Ja, das war auch ein bisschen sass. Yeah. Weil es gibt eigentlich keine. Okay, das war jetzt bezogen, der hat die hochgenommen. Im Bauch ein bisschen Es gibt keine Tests. Ja, aber das hat an sich nichts mit Zwillingen zu tun. Also, du hast verstanden? Der hat der hat einfach gesagt, Test mal. Und die waren die Einzigen, die gesagt haben, es gibt einen Test. Boah, der, mal gucken, ob der sich wieder rein. Guck mal, der will sich wieder jetzt. Wieder kommt die Grille. Das hat nichts mit Zwillingen zu tun. Das könnte auch jedem normalen, sag ich mal, passieren, wenn man irgendwie. Also es passt, es kann... Die Frage war, ob es so einen Zwillingstest gibt. Da hast du gesagt, der Kollege von... Ja, ich wollte es auf uns keinen, beziehen. Also ja, bei uns gab es halt Tests, aber das ist halt nicht üblich. Aber ja, bei uns ist halt ein bisschen was schiefgelaufen. Boah, deswegen das ist schon sehr wackelig. Sehr wackelig. Vor allem, er kam direkt. Ja, es gibt Tests. Für mich jetzt schon Grund raus. Für mich eigentlich die am... Safe, oder von Anfang an. Von allen, ne? Ja, komplett. Für mich auch sehr unauthentisch. Ich glaube auch, dass sie lügen. Habt ihr ganz gut gemacht, aber wir müssen einmal bitte raus. Links. Wie heißt du nochmal? Colin. Okay, Colin. Welche Augenfarbe hat denn einfach deine Colin. So grün. Also es ist schon sehr grün, aber da sind auch braune Flecken mit drin. Soll ich vorkommen? Ja, komm mal. Okay, ja. Und was hast du für eine Augenfarbe? Ich habe auch einen grün-braun. Ja, die müssen ja nicht zwingend die gleiche Augenfarbe haben, oder? Richtig. Wenn die zwei Eis sind. Aber die Nein, müssen wir nicht. Könnte ein Unterschied sein, ne? Habt ihr den gleichen Essensgeschmack, also... Ja. Ja. Habt ihr ein Lieblingsessen, klares? Nee, also sie ist zurzeit eher auf amerikanischem Food und ich eher so auf mexikanischem, aber an sich so essen wir trotzdem. Wir essen trotzdem auch das, was der andere ist und mögen es. Okay, wart ihr zusammen auf der Schule? Ja. Also wir waren zusammen im Kindergarten. Ich glaube, das sind gute Freundinnen, glaube ich. Zur beste Freundin. Amerikanisch und der andere ist chinesisch. Aber das ist bei uns auch so, Bruder. Ey, Sushi, Mushi, Bruder, damit könntest du mich jagen, Bruder. Was für Sushi? Ja, wieso? Isst du nicht Sushi? Doch, ich hab's ein paar Mal mit einer guten Kollegin einmal gegessen. Ja, so, weißt du? So, bin aber ich raus, mich jetzt nicht so. Voilà, dann geh ich lieber Adana Kebab essen. Ja, aber was für Sushi, ja. So. Ja, aber heißt ja nicht, dass ich kein Döner esse oder Adana. Nein, er mag das einfach. Nur kann ich man ich bin ein Allesesser, weißt du? So. Ich esse alles, Bruder. So. In der Grundschule und dann ist sie aufs Gymnasium gegangen, ich auf die Realschule. Und als sie dann auf die Realschule zu mir gekommen ist, bin ich leider auf die Mittelschule gegangen. Okay, was waren so typische Fragen, die Kinder euch gestellt haben? Die typischsten Fragen waren, warum wir uns nicht so krass ähnlich sehen, wie wir sollten. Weil wir halt nur gesagt haben, dass wir Zwillinge sind, ohne jetzt viel zu erklären. Ja, die meisten dachten einfach, wir sind normale Geschwister. Aber auch unüblich, dass man sich so trennt, oder? Ja, und warum sagt man, wir sind normale Geschwister, wenn man Zwilling ist? Nee, die meinte, wir haben gesagt, dass wir Zwillinge sind. Die anderen dachten, wir sind nur Geschwister. Ja, machen nicht viel zusammen. Zwillinge, würde ich sagen, eher machen sehr viel zusammen. Eigentlich schon, ne? Ja. Wir machen auch alles zusammen. Nur weil wir nicht auf der gleichen Schule danach waren, heißt es ja nicht, dass wir nichts zusammen machen. Ich war ein bisschen dümmer. Ich bin halt schlauer. Einfach im Stich gelassen. Hast du gerade gesagt, du bist schlauer? Ja, tatsächlich, ja. Würde man das über seine Zwillingsschwester sagen? So, weiß ich. Naja, sie ist jetzt auch nicht ganz nett zu mir. Sie hat doch selber gesagt, die ist dümmer. Nur weil, also sie ist auch nicht ganz nett zu mir. Wir zicken uns immer an, das oder? Okay. Ja, wie alt seid ihr? 20. Wie, warum? Was ist denn so schlimm daran? Sie hat auch selber gesagt, ich sag doch auch selber, ich bin dümmer als BZ. Ist doch nichts Schlimmes. Heißt ja nicht, dass er nicht mein Bruder ist. So, er ist einfach schlauer als sie. So. Der eine hat das, der andere hat das. Ist halt so. Hätte ich jetzt gesagt, so 15, dann würde ich sagen, okay, vielleicht. Aber so mit 20 ist man dann doch schon so mehr auf Support in der Familie, oder? Weißt du? Naja, es kommt ja drauf an, weil wir uns ja das Zimmer teilen und wenn sie dann halt mal was rumliegen lässt, dann... Und wenn ich sie jetzt so beleidige, in Anführungsstrichen, das ist ja aus Spaß gemeint. Also, ja, ich bin tatsächlich schlauer, aber damit roaste ich sie Geht jetzt mal raus. Nicht oder so. Das ist ja für sie auch okay. Okay, aber wenn das Hilf beste Freundinnen wären, würde die dann sagen, ich bin schlauer? Ja, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Echt? Ja, unter Freunden so. Ich bin krasser, da würde ich eher sagen, so, weniger. Weißt du? Aber da würde ich eher sagen, weniger. Weil unter Geschwistern ist so, man kennt sich eh.
Aber so in der Öffentlichkeit? Würdest du nicht Kelvin auch so jetzt voll supporten, sagen, oh, er ist super krass? Ja, mehr so Zusammenhalt, so in der Öffentlichkeit vor allem. Ich bin stärker. Wer ist stärker von euch beiden? Ich, Bruder. Schwer, aber ich finde, die beiden ähneln sich halt noch mehr, weißt du? Ja, von der Stimme, Größe, müssen die Jungs hinten, glaube ich, schon mal ein bisschen. Guck mal, die stehen so, ey, das ist ein bisschen too much, Alter. Die stehen sogar gleich. Vielleicht machen die auch extra. Ja, deswegen, das ist zu einstudiert fast schon. Ja. Können wir denen kurz das Mikro geben? Aber was mich halt wirklich auch foppt, ne? Ihr seid, wie alt seid ihr? 16. Und das ist halt ein Indiz dafür, dass sie es sind, weil wir nehmen eigentlich sehr, sehr selten bis gar nicht Schauspieler, die unter 18 sind. Also es wurde gesagt mit deiner Einwilligungserklärung oder sowas von den Eltern? Ja, ja, safe, aber grundsätzlich, weißt du? Deswegen spricht eigentlich eher für euch so. Also, checkst du? Ja, aber er hat sich das gerade kaputt gemacht. Warum? Der, nein. Weil er, nein, oder? Der Junge, weil er hat gesagt, Einwilligungserklärung mit, warum? Eltern und so. Warum? Das ist doch normal. Dein, aber nein, er hat sagt, wir laden keine Schauspieler ein, die unter 18 sind. Ja. Und er sagt, ja, da gab es ja so eine Einwilligungserklärung. Ja, was ist das? Das heißt, das könnten Schauspieler sein, die einfach unter 18 sind, deswegen braucht er diese Einwilligungserklärung. Na, die brauchst du auch so, wenn du einfach der Schauspieler bist, den du suchst. Stell dir mal vor, du bist Zwilling, aber du bist 16 und du musst dabei mitmachen. Ja. Yeah. Dann ist das einfach eine Pflicht. Okay, okay. Aber man kann auch so denken, wie du denkst, klar, hast du recht. Also es war gestern Nacht, da wurde nochmal eine Story hochgeladen. Habe ich darauf geantwortet und die meinten, die brauchen halt nochmal Schauspieler dafür, die Zwillinge brauchen. So haben wir uns gemeldet. Die meinten, okay. Schauspieler? Schauspieler, Bruder? Oder Zwillinge? Schauspieler als Zwillinge. Also, es gab halt. Also, ist gerade exposed oder nicht? Chilligen. Also, nur am die Story Zocken. Davor war. Ich glaube auch, Bruder, ne? Schauspieler oder Zwillinge? Das sind ganz normale Jungs aus dem Block. Ja. Das sind ganz normale Jungs aus dem Block. Hast du auch die recht. Leben mit ihrer Familie. Mama, wir sind noch ein bisschen draußen. Können wir noch ein bisschen mit den Jungs die draußen bleiben? Die chillen. Ja. Die sind noch nicht so. Weißt du, wie ich meine? Die haben sich noch nicht. Die sind dann einfach ganz normale Jungs. So. Deswegen kann alles passieren bei aber denen. Aber denkst du, die könnten es sein? Ja, die könnten das also sein. Ich sag dir echt, entweder die oder die letzten zwei Jungs, aber die Mädels sind es auf gar keinen weil Fall. Weil die wissen nicht, wie die reden sollen. Deswegen glaube ich, könnte es auch sein, dass ja, die das die sind. Bei denen ist alles möglich, ne? Bruder. Ja. Bei denen ist alles möglich. Das sind einfache Jungs. Einfache Jungs, ich die im Block. Ich weiß, was der meint. Weißt du, wie ich meine? Wenn jetzt zum Beispiel das 20... Das ist das, Bruder. Das Ding ist, der redet wie Anwalt. Der verteidigt einfach alle, Bruder. Aber ich weiß, wie der meint. Wenn jetzt Mitte 20, dann wären auch die Antworten viel reifer. Ja, ja, als, normal. Als 16er bist du noch nicht so weit, weißt du? Ich weiß schon, worauf der hinaus ist. Spieler auch für eine andere Show, für ein Video drin, was davor gedreht wurde. Fast wird sich ein bisschen, ne? Und der hat gerade einen Schauspieler gesagt. Und dann die andere Story war dafür, dass nochmal Zwillinge benötigt werden, weil zwei Leute abgesagt haben. Okay, macht ihr viel zusammen oder nicht? Ja, wir machen einen Fußballverein, wir sind gerade dabei und ab und zu gehen wir auch Fitness. Immer zusammen oder? Ja, zusammen. Seid ihr in einer Mannschaft? Ja. Wie heißt die Mannschaft? 3, 2, 1, go. Ja, FC Neustadt. Der links antwortet ihn. Die ganze Zeit. Der antwortet gar nicht. 3, 2, 1, Frage stellen. Beide müssen laut und deutlich. Der andere denkt sich bestimmt, komm, ich lass meinen Bruder reden. Ja, lass doch so, ich antworte. Ja, ich antworte, mein Bruder soll machen. Vielleicht denkt er auch so. Aber die sollen ja gleichzeitig antworten. Aber der antwortet ja nicht, das ist schon verdächtig. So, der war immer bis der Erste gesagt. Ich finde, die sind doch jung, die sind noch nicht so weit. Oder hör mal auf mit dieser Verteidigung jetzt. Bruder, nein. Name, ich weiß nicht, ob Großmutter es kann. Bei denen ist alles möglich, Emre. Bei denen ist alles, ich verteidige niemanden. Bei denen ist aber alles möglich. Entweder sind die es oder, bei denen ist offen. Weißt du, also, ich meine? Ich weiß schon, was du weißt. Aber Bruder, vergiss dich, Bruder. Es darf nur ein Team gewinnen, ne? Lass einfach, die sollen auch raus. Die sollen alle rausschmeißen. Guck mal, die sollen alle rausschmeißen, diese einen lassen. Da haben wir die Sache mit den Stimmen. Bütterlicherseits. Wir sind schon gestorben, vor dir auf die Welt. Wir haben quasi gar keinen Kontakt, wir haben gar keinen Bezug zu unserem. Aber Name? Also ich weiß es noch. Ich hab mittlerweile. Okay, dann Mutter väterlicherseits. Warte noch nicht sagen. Ich muss erstmal überlegen, wie die nochmal hieß. Du musst überlegen? Du müsstest selber überlegen. Was? Du meinst jetzt Uroma, ne? Nee, Oma. Nee, Opa. Oma. Oma, meine. Oma. Auf drei, aber jetzt, laut und deutlich. Derzeit hätten die sich kurz absprechen können. Ja, wir brauchen so, neue Frage. Oder neue neutrale Fragen nochmal. Also das war auf jeden Fall schon mal ein Zeichen dafür, dass war schon sehr wackelig. Nicht sind. Ja. Weil weder Oma kennt, okay, Opa, kennt ihr euren Opa? Das ist jetzt krass. Name? Hussein. Er sagt es einfach. Er weiß, er muss warten, aber er sagt es einfach. Sie haben ja gesagt Name, sie haben nicht gesagt 3, 2, 1.
Okay, das einfach war jetzt Sieg. Von wem? Väterlicherseits oder mütterlicherseits? Väterlicherseits. Okay, mütterlicherseits, der weiß Opa. Weiß ich nicht. Nein, wir haben keinen Kontakt. Die sind schon tot, aber von väterlicher Seite, die telefonieren ab und zu. Ja. Man sagt Hallo. Okay, euer Vater, wie heißt der? 3, 2, 1. Hussein. Auch Hussein? Ja, hat er schon vorgegeben. Warte, nein. Du meinst doch mein Opa. Er meint gerade Opa, warte. Auf einmal mein Vater. Einmal ist Hussein. Die dribbeln, die dachten sich, ich gehe einfach durch die Tür, mal gucken, was kommt. Oh mein Gott. Alter, ihr seid raus. Er macht einfach auf spontan. Baller Lachkick, ja. Er heißt Hussein. Der heißt Hussein. Bruder, was ist das denn? Hussein, der Zweite, der Dritte. Der ist Gary. Ich bin Gary. Na, ja, Gary und einmal, wie heißt aber dieser andere bei SpongeBob? Mein Name ist Olaf. Kennst du das mit Olaf auf dieses Schiff? Kennst du das? Das ist auch eine Folge. Nein, Günther. Genau, Günther war das, genau. Aber Gary kenn ich auch. Ja, ich bin Gary. Heißt euer Opa Hussein? Nein, der labert zu viel. Opa plus Vater heißt Hussein, oder wie? Nein. Kann ich dazu was sagen? Ja, also unser Opa, Ding ist halt gesundheitlich nicht so gut. Er hat ein Kind bekommen. Und die haben ihm halt gleich einen Namen gegeben, so zur Tradition. Aber das kann sein. Nein, die sind raus. Ja, die sind so raus. Aber warum? Das kann sein. Nein, Bro, was laberst du? Der eine gerade sagt nein, der andere sagt ja, weil... Nein, ich meine mit diesem Namen weitergeben. Die schreiben, Kamera ist schmutzig. Nein, ist nicht schmutzig. Das ist der Rauch, Leute. Kamera ist nicht schmutzig. Wir machen gleich Tür auf, dann zieht das alles raus. Sehr gut, Bro. Jetzt schon? Ja, direkt raus, Bruder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Digga, was war das denn gerade? Das war schon sehr komisch, Alter. Opa plus Vater, der hat sich einfach vertan, weil er vorhin gesagt hat, Hüsten, er sagt dasselbe, aber dann, das war der andere, weißt du? Er dachte, wir meinen jetzt auch den Vater oder Opa. Aber Statur etc. ist natürlich sehr... Das ist das Ding. Sehr gleich, aber wir können ja nochmal ganz kurz mit denen hier sprechen. Opa, väterlicherseits. 3, 2, 1. Masel. Das will ich hören. So, ne? So das muss das will kommen. Ich hören. Das sind die Safe. Ja, Safe Call, 100%. So, den Safe, oder? Mutter väterlicherseits. 3, 2, 1. Luke. Ja. Bruder, das sind Zwillinge, Bruder. Das sind die Zwillinge, Bruder. Okay, können wir denen kurz das Mikro geben? Wohnt ihr in einem Haus oder in einer Wohnung? 3. In einer Wohnung. Immer auf 3, okay? Noch 1. Wie viel Quadratmeter hat eure Wohnung? 3, 2. Guck mal, was der denn für Fragen stellt, ja. Wie viel hat unser... Walla, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, Bruder. Die Frage Bruder, ist zu much, Nahim, wo ist der? Wo ist der? Bruder, der ist 16. Walla, der ist 16. Okay. Mach mal. Bruder, was für Quadratmeter? Walla, das ist einer woher? Zu viel, Bruder. Keine Ahnung. Ich bin kein Mathe-Wissen. Ungefähr? 100? Keine Ahnung. 16-Jährige wissen doch sowas nicht, Bruder. Bruder, sowas weiß man doch. Mit 16? Nein, Bruder. Ja, safe. Ich habe immer so verglichen geguckt, okay, ey, was will ich später und so weiter. Okay. Wie viele Zimmer hat eure Wohnung? 3. 3, 1, 3. 3, 5, oder die sagen immer anders. Ey. Oder die müssen. Raus, darf ich was dazu sagen? Ja. Also, er meint mit 3 Schlafzimmer und die Badezimmer. Ja! Geiler Walla! Typ. Geiler Typ, aber Walla. Ey, der kann gut dribbeln, ne? Ja, der will dribbeln. Der kann gut dribbeln, Bruder. Boah, der hatte auch bestimmt miese Ausreden, immer damals nach Schule, immer mit Schulnoten und Zeugnisse. Oder wenn du, wo bist du? Bist du schon zu Hause? Ja, ich bin gleich zu Hause, Mama. Ja. Am Ende ist der irgendwo anders. Abo. Doch, die sind 16, Bruder. Bruder, aber 16 soll ich 5. Ja, aber weißt du, Bruder? Nein, oder? Ich dachte damals auch, Badezimmer, Küche gehört dazu, so zu Zimmern. Sicher? Ja. Also, brauchen eine klare Frage. Wenn dann hätten sie sagen, so ein Schlafzimmer, dann hätten wir beide 3 gesagt. Was, schlaft ihr im gleichen Zimmer? Was mit Wohnzimmer? Ja, ich schon, ja. Gleiche Zimmer? Warte, aber 3 Schlafzimmer, okay, Wohnzimmer, was sagen wir? Wir haben eine kleine Schwester. Also quasi Wohnzimmer. Okay, warte. Ihr habt 3 Schlafzimmer, warte. Wohnzimmer. Nein, 2 Schlafzimmer und Wohnzimmer. Also insgesamt 3 Schlafzimmer kann man quasi sagen. Ihr habt eine kleine Schwester. Okay, jetzt auf 3 ganz deutlich. Wie heißt eure kleine Schwester? 1, 2, 3. Susan. Digga, ey, so versetzt. Aber fuck. Aber war das gleiche? Ja. Yeah. Boah, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, Alter. Ihr seid euch nicht sicher? Die dribbeln. Also, ich kann aber nicht raus. Aber eigentlich müssen wir die wollen Bruder, die dribbeln. Allein, dass sie immer noch drinnen sind, Bruder. Ist schon hart, Bruder. Ja, aber die machen die Show. Die machen die Show. Deswegen sind die auch noch drinnen. Ja. Ich glaube, deswegen, ja. Das, Bruder, ich küsse dein Herz. Ja. Ihr wisst. Ja, normal. 100%. Die machen die Show. So. Ist gut, die mit drin zu lassen. Ja, normal, Bruder, lass sie. Also bei denen bin ich eigentlich sehr sicher. Ja, die Mädels müssen auch raus. Wegen Einei, ich weiß, das ist so Ansage. Die müssen ja gleich aussehen dann, weißt du? Und Statur passt. Also findest du die authentischer als die Mädels? Ich glaube schon. Ja? Was sagst du, Kelvin? Also optisch auf jeden Fall. Okay, die sind ja nicht eigen eigentlich. Die sind aber eben mit den Antworten war ein bisschen komisch. Ja, für mich, also die auf jeden Fall. Die sind schon beim ersten Test direkt gefailt. Dieser mit den Charaktereigenschaften. Ach so. Weil die haben sich beschrieben als charakterlich gleich. 3 unterschiedliche Charaktereigenschaften. Das ist schon ein bisschen
bisschen Sassarino. Dementsprechend würde ich die Damen hinten rausvoten. Die Damen? Mhm. Ja. Würde ich auch eher als Sie. Ah, der lässt die extra. Siehst du? Ja. Siehst du? Ja. Hast du jetzt gemerkt? Ja, hat's Klick gemacht? Siehst du? Ja. Hast ja, nein, recht, normal lässt du die drinnen. Die machen noch weiter in die Show. Normal. Ja, sind wir uns einig? Ich geh mit, ja. Okay. Das heißt, habt ihr ganz gut gemacht, aber ihr müsst einmal bezahlen. So. Beide sagen ein Eis. Mhm. Sie sehen komplett gleich aus. Mhm. Die Stimme bei den Linken schon mal komplett gleich. Stimme passt, ne? Perfekt. Das passt schon mal perfekt. Das ist das Ding. Bei den zwei ist ein bisschen... Die haben sich auch extrem verhakt. Ja. Komplett mit den Fragen verhakt. Genau. Links bis jetzt immer so geringe Antworten, muss man sagen. Ja. Ne? Macht ihr TikTok oder so zusammen? Nein. Social Media irgendwas? Nein. Ihr links? Nein, gar nicht. Was ist das für ein Nein? Social Media irgendwas? Nein. Ihr links? Ja, gar kein Bock. Gar nicht. Aber ich finde bei denen, also wie gesagt, da passt halt alles. Die Stimme ist halt... Wie alt seid ihr nochmal? 25. 25? Ja. Ich hätte vielleicht noch eine gute Frage für euch. Die haben ja Fußball zusammen gespielt, welche Trikotnummer die hatten. Also einer, dass einer vorgeht und das vielleicht aufschreibt. Aber weiß man das unbedingt von dem da? Ja, na klar. Von dem anderen? Also ich hatte immer die gleiche Trikotnummer. Weißt du, welche Trikotnummer ich immer gerne getragen habe? 17 oder 7. Nein, 17 war richtig. Ja. Immer. Guck, und jetzt ist mal mein Zwilling. Das ist eine sehr gute Frage. Minikicker bis Herrenmannschaft. Habt ihr schon mal so das ausgenutzt, dass ihr Zwillinge seid? Das heißt, der eine hat mal die Klassenarbeit für den anderen geschrieben oder so? Ja, genau, das haben wir gemacht. Ja? Ja. Wie geil ist das denn, Digga? Also, was auch richtig geil. Leute zu uns sagen, dass wir nur einen Führerschein machen müssen. Aber das ist ein bisschen, nee, wir haben beide zusammen gemacht. Wir haben auch beide am gleichen Tag die Prüfung gemacht. Siehst auch du wieder die zusammen gemacht? Prüfung. Krass. Siehst du, hatten der geht wieder drauf ein. Null Fehlerpunkte auch. Beide zusammen. Wie war es bei der Klassenarbeit? Was? Nochmal? Der ist wieder drauf eingegangen. Wir haben den Führerschein beide zusammen gemacht. Der ist wieder zurückgegangen. Ist halt wieder. Ja. Weiß ich mein. Deswegen. Ja. Aber bei meinen Kollegen ist das auch so. Ich habe auch Zwillinge Freunde. Die haben nur einen Führerschein gemacht. Die haben das Hälfte aufgeteilt. Ne? Mhm. Weil die sehen 1:1 gleich aus. Und mal fährt der, mal fährt der andere. Voila, wie krass der. So, aber das ist rechtlich verboten, ne? Ja, aber kommt. Ja, wie will man das rauskriegen, ne? Ja, meistens, die machen ja eine kurze Polizeikontrolle. Ja, die trinken, rauchen nicht so, die sind clean, weißt du? So, deswegen kommt da auch nicht irgendwie weiter fortführend irgendwas. Voila, krass, ne? So, weißt du so. Man hätte Zwilling einfach so Kosten sparen. Bei Klassenarbeit war das so, ich war ein bisschen besser in Mathe, also wir waren beide nicht gut. Unsere Klasse war komplett auch scheiße, die haben alle 6 geschrieben und ich war der Einzige, der so ein bisschen was verstanden hat, aber jetzt so auf 4-Niveau. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich das ein bisschen kann. Dann habe ich gesagt, er soll nicht kommen und an dem Tag habe ich die dann geschrieben und dann habe ich auch komischerweise genau die gleiche Klausur nochmal für ihn nachgeschrieben. Also der Termin für Nachschreiben war ja dann, wenn er wieder da ist und da waren wir halt beide wieder da. Aber die konnten jetzt nicht zuordnen, wer jetzt von uns nachschreiben musste. Dann habe ich die einfach nochmal für ihn nachgeschrieben. Und die Lehrer konnten euch nicht unterscheiden? Nee. Wir haben auch öfter immer die gleichen Noten bekommen. Also jetzt nicht im negativen Sinne, wenn ich zum Beispiel, er hat zum Beispiel gar nichts gemacht, ich war jetzt so auf 2-3er-Niveau oder so, dann hat er halt auch einfach die bessere Note bekommen. Boah, voll smart, man kann so viel machen. Ne? Habt ihr eine eigene Sprache, die nur ihr versteht? Nee, das ist gar kein. Ich habe mal mitbekommen, Zwillinge machen sowas. Ja, was halt auch öfter gefragt wurde, wenn er zum Beispiel irgendwo Schmerzen hat, ob ich die Schmerzen dann auch habe, kann ich nicht nachvollziehen, warum man sowas. Ja, aber das ist auch gut, sowas sind auch nur Zwillinge, weißt du? Solche Fragen. Ja, so wäre ich niemals drauf gekommen. Was stellen euch die Leute noch so für Fragen? Ja, woran kann man euch unterscheiden, werden wir oft gefragt. Ich sage immer, man muss einmal nur genau gucken und dann kann man das. Also, wir haben Familienmitglieder, die können uns immer noch nicht unterscheiden. Bruder, macht mal einfach nur die Augen zu und hört mal, wie die miteinander reden und wie das harmoniert und dann die da rechts nehmen, Bruder. Unterscheiden? Also nach einer Zeit? Eine Seele, du merkst. Ja, Bruder, der eine redet, der andere antwortet nicht mal bei denen da rechts. Indem man genau guckt, er hat hier eine Narbe, die habe ich nicht. Das zum Beispiel, er hatte da auch ein so etwas größeren Muttermal, der wurde dann entfernt und deswegen hat er jetzt da eine Narbe. Okay, bei euch, an was kann man euch unterscheiden? Könnt ihr dem das Mikro geben? Also zu Hause unterscheiden wir uns, wir tragen andere Kleidung, so andere Farben, so Pyjama für zu Hause und draußen. Pyjama für draußen. Sonst kann man euch nicht unterscheiden. Die unterscheiden sich von Pyjama, Bruder, was ist das denn für eine Antwort? Ja, also eigentlich nicht, aber der hat komplett anderen Style und ich auch, deswegen merken auch unsere Freunde, wer ist. Aber so Körpermerkmale, Muttermal oder so, Narben? Was kriegt ihr so für Fragen gestellt von den Leuten meistens? Außer jetzt die schon genannt haben. Also falls uns irgendwelche Freunde sehen, also wenn ich zum Beispiel alleine bin oder er,
werden wir ständig gefragt, bist du Sufyan oder Ziyad? Und dann, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Sufyan, dann geht er einfach weiter, weil er wollte eigentlich Ziyad ansprechen. Deswegen immer solche. Ich meine auch so andere typische Fragen. Das ist. Ja, wie ist das Leben, wenn ihr. Warte, wie ist das Leben, wenn ihr was? Was? Wallah, ja. Ich meine auch so andere. Du auch wieder redet, so ein Dribbeln, ne? Ja, wie ist das Leben? Diese süße halt Dribbeln. Ihr seid, erkennt euch eure Eltern vielleicht. Verwechseln die euch, schlagen den Falschen und sowas, machen sich darüber lustig. Habt ihr die gleiche Frisur? Ja, aber wie soll ich das sagen? Ich habe meine Haare jetzt halt nicht gemacht, weil ich habe eh eine Maske an. Vielleicht sieht man das nicht, aber normal, ich habe auch meine Haare nach hinten und eine Strähne draußen. Ja, links, die sind's, Bruder. Bro, links, die sind safe. Zu authentisch, ja, die sind zu krass. Also auch Merkmale und so Namen. Eigentlich merkt man sich sowas bei Zwilling safe. Boah, das dann sind die krass. Dann sind die eingespielt. Das war mir. Dann sind das wie. Wenn die das jetzt Samme. Doch nicht sind. Boah, wenn das ja. Die rechten Jungs sind, ne? Das wäre hart, Bruder. Das wäre hart. Das wär da wurden hart. Die hochgenommen. Aber ja, ich glaube ja. Auch, das sind die Links. Ja, da wurde jeder hochgenommen. Ich glaube, der Chat, wir sind uns alle einig, oder? Ich finde allein die Stimme und so, das kann ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Freunde sind. Ne, niemals. Wir sind uns einig, oder? Ja, easy. Alright, das heißt, wir denken, dass ihr die Wahrheit sagt und ihr lügt. Dann machen wir jetzt die Auflösung. Okay, komm. So. Boah, ja, man sieht das echt direkt. Yeah. Der hat seinen kleinen Bruder oder kleinen Kollegen mitgebracht. Aber yeah. Bruder, krass, wie lang? Richtig, Bruder. Stark, okay. Jawohl. Okay, die Folge ist vorbei. War easy, Bruder, muss man sagen. Yeah. War man easy. Hat von den Stimmen schon rausgehört. Ja, eine Seele, ja. Hat man direkt gemerkt. Geil, Bruder. Auch der Chat lag richtig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein. Ciao.